während des Fluges muss ich natürlich Maske tragen. Dann bin ich ausgestiegen. Als erstes, bevor man das Flughafengebäude betritt, wurde dann dieser negative Test von Corona kontrolliert. Dann ist man zur Passkontrolle gegangen. Der Pass wurde gestempelt. Man hat ein Health Questionnaire, also einen Fragebogen noch abgegeben und konnte dann quasi einreisen und sein Gepäck holen. Also man merkt, dass die Leute auch wieder reisen wollen und es sind auch sehr viele Touristen hier angekommen. Es hat auch alles sehr problemlos funktioniert und die Mitarbeiter hier vor Ort sind gut geschult und helfen einem bei dem ganzen Vorgeben. Und ja, es ist einfach sehr, sehr einfach und sehr übersichtlich hier alles aufgestellt. Schön, dass wir euch hier treffen. Wir drehen gerade einen kurzen Film über Reisen nach Namibia in Zeiten von Corona. Dürfen wir euch ein paar kurze Fragen stellen? Ja, natürlich. Also Frage Nummer 1. Ihr seid jetzt seit ein paar Tagen in Namibia. Wie habt ihr die ganzen Hygienemaßnahmen und Regeln im Land so selbst wahrgenommen? Also nach unserer Ankunft war es eigentlich relativ unkompliziert. Wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde haben wir in der Schlange gestanden, mussten natürlich warten und dann dementsprechend einige Formulare mitbringen. Eigentlich sollten wir einen Travel Plan mitbringen, der wurde aber nicht eingesehen. Das Wichtigste ist halt der negative Test, der Covid-Test. Das ist eigentlich das A und O. Der wird vorgelegt, man wird freundlich begrüßt. Man zeigt seinen Pass vor, wie auch immer in anderen Ländern. Und damit ist die Sache eigentlich auch erledigt. Das heißt, dann kann man einreisen. Es ist völlig unkompliziert. Klar, man muss vorher diesen negativen Test mitbringen. Aber von der Organisation her völlig locker, unkompliziert und viel einfacher eigentlich, als wir vorher erwartet haben. Und in den Unterkünften, wie sind die Hygienemaßnahmen da? Die Unterkünfte sind auf jeden Fall in einem Top-Zustand, im Gegensatz zu anderen Ländern, gerade in Europa, wenn man campen geht. Also wir haben hier eine Dusche, wir haben eine separate Toilette nur für uns. Das heißt, man kommt gar nicht in die Bredouille, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Jetzt gibt es noch viele Leute, die sind noch ein bisschen unentschlossen und überlegen, sollen sie dieses Jahr nach Namibia reisen oder erst später? Was würdet ihr denn jetzt raten? Ja, vor dem Hintergrund der Covid-Krise würde ich auf jeden Fall nichts raten. Das ist unmöglich. Ich kann nur den Tipp geben, es einfach zu machen, wenn die Möglichkeit besteht. Ja? Das würde ich auch sagen. Also an öffentlichen Plätzen und im Supermarkt werden Masken getragen, wie bei uns auch. Es gibt überall Desinfektionsmittel. Man kann sich überall die Hände waschen. Die Leute sind extrem freundlich und rücksichtsvoll. Also ich sehe hier auch keine größere Gefahr als in der Heimat. Super, vielen Dank und noch eine schöne Reise für euch. Danke. Auch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön. Musik.
Und wir freuen uns ja, dass Sie bei uns übernachten wollen. Einmal nochmal kurz bitte die Hände. Und dann, wenn Sie sich einmal eintragen, bitte. Mache ich. Bestens auf Touristen vorbereitet sind. Es gibt Desinfektionsmittel, Social Distancing und das Personal ist auch bestens geschult worden. Daher kann ich wirklich nur raten, kommt nach Namibia, die Leute freuen sich auf euch und man hat hier einen super Urlaub.